Da sind wir wieder zum letzten Spiel des Tages. Der VfL Wolfsburg trifft auf den FC Bayern München. Spiel läuft. Jasper Ehlers hat die Partie soeben angepfiffen. Die Wölfe ja mit 3 Punkten bisher. Mit dem 3:2-Sieg gegen die Fortuna am ersten Spieltag. Und damit der 4:0-Niederlage gegen den Hamburger SV. Die Bayern noch nicht verloren bisher. 3:0 der Auftaktsieg gegen die Mühlis und dann das 2:2 gegen den ersten FC Köln. Für die ist also hier noch was drin in dieser Partie. Die Wölfe kommen jetzt erstmal linke Seite über die Bande und das ist das Tor. Direkt mal das 1:0 für den VfL Wolfsburg. Mit der Nummer 9 erfolgreich. Sean Busch. 40 Sekunden gespielt. Na, das geht ja gut los. Und das haben sich die Bayern, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt. Fehler da jetzt von Hülsmann. Und direkt das 2:0 hinterher. Traumstart für den VfL Wolfsburg. Finn Hinze, Nationalspieler auf Abruf, erfolgreich. Torwartfehler da von Ritzi Hülsmann im Kasten der Bayern. Und die haben jetzt einiges aufzuholen. 1 Minute gespielt. Und der Anschlusstreffer. Na, das geht ja munter los. Na, das geht ja munter los. Kenan Yildiz mit der Nummer 10. Erfolgreich für den FC Bayern. Und es steht nur noch 2:1. Hier sehen wir es nochmal. Schön quergelegt vom Kapitän. Von Eyüp Aydin und dann klasse Abschluss von Kenan Yildiz. Und somit wieder Stimmung drin in der Partie. Und wieder Bayern. Paul Wanner wird da gehalten. Hier sehen wir nochmal das 2:0 für die Wölfe. Nachgereicht von der Regie. Der Fehler da von Ritzi Hülsmann. Und dann Finn Hinze zur Stelle. Ja, die Wolfsburger wollen jetzt hier aber direkt wieder den alten 2-Tore-Vorsprung herausspielen. Hülsmann diesmal gut zur Stelle, kann den Fuß ausfahren, hier die Chance verhindern, aber die Wölfe kommen schon wieder. Hülsmann ist aber da und kann hier den Ball erstmal aufnehmen. So, ich habe echt nochmal schlapp gemacht beim letzten Spiel. Moritz, 2:1 für die Wölfe, sehe ich richtig verdient? Traumstart natürlich für die Wölfe, haben glaube ich nach 1 Minute hier schon mit 2:0 geführt. Aber vor allen Dingen das zweite Tor, absolut vermeidbar gewesen, aber die Bayern dann auch direkt geantwortet. Schöner Treffer war es da von Kenan Yildiz. Die kleine Nummer 10 der Bayern. Ganz quäliger Spieler. Hat da getroffen. Ja, auch auffällig ist er gewesen im Turnierverlauf schon. Ja. Hat total beweglicher Spieler. Macht richtig Spaß, dem zuzuschauen, wenn der ins Dribbling geht. Also nochmal ein munterer Tagesabschluss bis hierhin. Vom Niveau deutlich besser als in den Spielen davor. Man merkt hier, dass die Wölfe nach der 0:4 Niederlage gegen den HSV sich doch noch mal ganz gut präsentieren wollen. Doch der Rückstand der Bayern hat die Mannschaft von Alexander Moy noch mal angestichelt. Wechseln jetzt hier zum ersten Mal. Kombinieren sich da jetzt mal schön durch über die linke Seite. Dann geht es aber hinten rum. Und der Freistoß.
Moritz, wie fällt denn insgesamt dein Fazit vom ersten Turniertag aus? Schilder mal so ein bisschen deine Eindrücke. Ja, ich freue mich auf morgen. Wir haben einige ganz, ganz gute Teams gesehen. Die Hertha fand ich stark. Den Hamburger SV natürlich auch. Aber es waren noch einige Teams dabei, die sich morgen definitiv noch steigern können. Und das werden sie auch, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Da denke ich zum Beispiel an die Mainzer, die Frankfurter. Aber im Großen und Ganzen muss ich schon sagen, dass es hier mir und ich denke auch dir und den Zuschauern Lust auf morgen bereitet hat. Wenn es dann richtig ernst wird, wenn die Spiele noch mal intensiver werden, wenn die Spielzeit dann auch noch mal um 3 Minuten erhöht wird. Da freue ich mich schon auf morgen. Jetzt können wir es ja sagen, natürlich ist morgen der Haupttag. Wäre ja bescheuert, das heute Mittag schon so kundzutun. Natürlich geht morgen hier richtig die Post ab und alle, die morgen noch nichts vorhaben, sollten definitiv reinschalten. Das wird ein richtig guter Tag mit richtig vielen Emotionen, mit tollen Spielen und ich glaube, wir zwischendurch das Dach wegfliegen. Wenn wir noch auf gute Mühlis hoffen, auch vielleicht noch eine Bielefelder Mannschaft, die ganz viel Potenzial hat, dann kann das schon so ein paar Highlights und Sternstunden in der Fury Cup-Geschichte morgen geben. So, apropos Sternstunden, das wäre noch so eine gewesen von heute. Allerdings der Abschluss dann zu ungefährlich. Wolfsburg momentan dann bei 6 Punkten in der Tagesabrechnung. Die Bayern würden mit einem Sieg auf 7 Punkte stellen. Achso. So, Jasper Ehlers verteilt die nächste Freundschaftsanfrage. Nein, finde ich aber gut. Klasse Ansprache. Nicht nur in diesem Spiel, sondern generell. Spricht er ganz klar mit den Spielern, ganz deutlich. Ich kenne ihn so ein bisschen, ist echt total nett. Aber er kann echt böse gucken. Nein, er macht das wirklich gut. Auch für das Alter, super Körpersprache, tolles Auftreten. Also wirklich. An sich, wir haben es ja schon gesagt. Schiedsrichter top und jetzt kommen die Bayern mit dem 2-2. Moritz. So schnell geht's. Tarek Buchmann mit der Nummer 5 zum Ausgleich. Hallo, Korrektur. Benjamin Dibrani mit der 9 war's. Nicht Tarek Buchmann. Wieder nach einer Standard. Und postwendend die Antwort der Wölfe. Treffer zum 3-2. Die Nummer 16, Davis Boateng. Also wird die noch mal muntere Partie. 5 Tore schon und 4,5 Minuten haben wir noch. Da könnte es schon das nächste geben, aber dagegen hat Finn Schönmottel was. Der Keeper, hier der sehen wir noch mal. Ja. Den Treffer. Trockener Abschluss. Und da ist das 4-2. Matthew Meyer. Für die Wölfe. Also der Achterbahntag der Wolfsburger geht weiter. Hier haben wir das Tor. Ordentlich Druck gemacht. Hülsmann. Wie schon beim 2-0. Nicht ganz unbeteiligt. Stark runtergepflückt. Also er macht auch einen richtig guten Eindruck hier. Matthew Meyer. Ah, kann man so entscheiden. Eyüp Aydin. Hier kommt da auch noch mal die Ermahnung von Schiedsrichter Jasper Ehlers.
haben wir die Szene nochmal. Einmal, zweimal. Da gehen die Emotionen einmal mit ihm durch. Also für alle Jugendspieler, ja, unnötig. Alle Jugendspieler weghören. Ich finde es geil, wenn hier jemand um 19.14 Uhr beim 2-Tore-Rückstand kurz vorm Abendbuffet noch so heiß wie Frittenfett ist. Ich finde es geil und mag das. Aber nicht nachmachen, bitte. Ja, scheint nicht umsonst die Kapitänsbinde beim FC Bayern zu tragen. Absoluter Leader. Das wird dann auch in solchen Situationen besonders klar. Auch Meier hier, der sich hier reinhängt. Scheint so ein kleines persönliches Duell so langsam zu werden. Ja. Nochmal die Chance jetzt für Yildiz. Aber stark pariert. Vom Keeper der Wölfe. Jetzt geht Meier von der Platte. Schade eigentlich. Ja, ich glaube, das hätte noch ein bisschen Konfliktpotenzial hier gegeben in den verbleibenden 2 Minuten. Aber Wolfsburg hat die Blöcke verändert, ne? Der zweite Auffälliger ist Sean Busch, war sonst mal mit Meier. Drin ist jetzt drauf, also wir haben die so ein bisschen getrennt, die beiden. Wahrscheinlich wollten sie die Blöcke dann doch noch ausgeglichener gestalten. Sind schon die beiden offensiv auffälligsten Spieler bei den Wölfen. Ja, definitiv. Jetzt, wo wir sie auch namentlich auseinanderhalten können. Endlich. Der Neuner ohne Namen. Und die doppelte 14. Das erinnert mich noch an Dart Doppel 14. Hier. So. 1,20. Sean Busch kann es nochmal kurz nicht ganz wahrhaben. Das Schiedsrichter Jasper Ehlers auf Freistoß entscheidet. Die rollt aber schon wieder. Gehen in die letzte Spielminute an diesem Free Cup Samstag 2020. Werden nach Abpfiff der Partie noch einen kurzen Abschluss machen. Wir werden uns dann noch einmal ganz kurz in die Kamera verabschieden und würden dann die Übertragung heute so langsam beenden. Wie gesagt, morgen um 8.30 Uhr das erste Spiel. Macht euch schon mal ein schönes Frühstück. Und dann genießt den Free Rick Cup schön von zu Hause aus, bevor es vielleicht in die Halle geht oder ihr den kompletten Sonntag vor irgendeinem Tablet, Smartphone, Smart TV verbringt mit uns. Wie gesagt, wird gut. Also die Wölfe gewinnen gegen den FC Bayern München und holen damit den zweiten Dreier in ihrem Turnierverlauf. Das war's. Das letzte Spiel des Tages. Und die Wölfe freuen sich natürlich. Auch da gibt es noch mal Chicken Nugget extra. Und